Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns heute mal wieder was von den guten Freunden von Stoked. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt Bad Moms J, Date mit Yu-Yu oder Loredana, Gryffindor oder Slytherin, rote Haare weg für Netflix. Das ist ein Frageformat bei Stoked. Entweder oder heißt das, glaube ich. Ich freue mich drauf. Wir schauen uns mal rein. Holt euch was Cooles zu snacken. Hey, holt euch mal was zu trinken. Macht was gemütlich, kuddelt euch ein. Und dann würde ich sagen, hören wir rein. Bei und schauen wir vor allem den rein, weil ich mal wieder hier und da ein bisschen Abwechslung in den Channel reinbringen will und solche coolen, lustigen Videos, die mal ohne Musik sind, einfach mal ein bisschen Spaß haben und mitreden, hört sich, glaube ich, ganz gut an. Oh mein Gott, ich verdecke sogar nichts von ihrem Gesicht. Freut mich. Ich bin gespannt, let's go. Was? Das Ding ist, ich habe gerade meine Oma. Ey, ich mag ihre Lache so gerne. Am Kopf. Mein Ego wäre sehr gebrochen. Ja. Nichts würde Bad Moms Day tun, weil meine roten Haare bleiben, hä? Besser. Film. Besser ist, Digga, besser ist. Wichtig. Ah, was würde Bad Moms J tun eigentlich? Okay. Wo ist meine Einladung, Stoked? Ich warte. Was geht, Leute? Hier ist Bad Moms. Ich bin heute bei Stoked. Was Digga, was für ein bossiger Auftritt. Was geht, Leute? Hier ist Bad Moms. Was würde Bad Moms J tun? Ja, let's go. Du lauter. Sitzt im ICE, schräg gegenüber ein älterer Herr. Gemütlich zieht er die Schuhe aus, legt seine Füße auf den Sitz neben dir und beginnt, dir aus seinem Leben zu erzählen. Was würde Bad Moms J tun? Was? Es soll sich jemand trauen, seine Füße. Digga, Füße ist echt eklig so. Also ich würde einem älteren Herrn zuhören, wenn er mir seine Geschichte erzählt, aber soll er seine Schuhe denn nicht sehen und seine Schuhe nicht ausziehen, seine Füße nicht neben mich legen? Seine ekligen Mauken vor mir auszupacken. Ich würde aufstehen und einfach gehen, also wirklich gehen. Da wird auch nicht geredet über dein Leben. Red bitte mit dir alleine. Was? Wer macht denn sowas? Füße ja, Füße, auf nee, deinem nee. Song Bad Moms rappst du, du seist Top 2 in Sachen Sexappeal. Du musst jetzt festlegen, wer im Deutschrap den ersten Platz belegt. Was würde Bad Moms J tun? Also eigentlich bin Platz 1 auch immer noch ich. Aber ich würde jetzt würde ich sagen Liz, weil diese, ach, ich liebe Liz. Liz ist mir auch in so vielen Hinsichten Liz, so okay. ähnlich. Liz und wie ich mache und so wie wir reden und so, dass ich finde das an ihr unnormal sexy. Ja. Was sagst du zu ihren Zähnen? Ja, Leute, ihr seht richtig, ich habe mir Vampirzähne machen lassen. Lol, habe ich doch gar nicht gesehen. Boah, ich habe immer Crush auf Leute, die Vampire sind, ne? Ich habe immer Crush, ich sag immer, mein zukünftiger irgendwas, wer auch immer, ob Frau oder Mann. Ich tendiere immer irgendwie zu Leuten, die dann so leicht aussehen wie ein Vampir. Das ist jetzt ein bisschen... Bro, das ist ein bisschen weird. Schwierig zu aber hey, no, go for aber it. Leute, das ist der unnormale Twilight-Effekt. Du musst dich entscheiden, mit wem würdest du eher auf ein Date gehen? Loredana oder Yu-Yu? Was würde Bad Moms J tun? Schwierig. Ich würde sagen Yu-Yu. Ja, das Ding ist, ich würde auch Yu-Yu mit Yu-Yu eher talken wollen an sich auch einfach. Weil ich Yu-Yu interessanter finde so. Und halt mehr ihre Mucke höre so. Loredana Musik höre ich halt nicht. Aber nur, weil ich habe Loredana schon kennengelernt und ich mag sie unnormal gern und Yu-Yu habe ich noch gar nicht kennengelernt. Und dann okay. auf den wär's ja, okay, safe. Treffen. Das ergibt Sinn. Du wachst als Bastian Balthasar Bux, der Hauptfigur aus Die unendliche Geschichte, auf. Was würde Bad Moms J? Ich habe unendliche Geschichte nie gelesen oder gesehen, leider. Tun. Ich würde mich unnormal freuen. Ich habe das geliebt, Buch vor und so. Ich habe das doch als Kind. Ich habe das mal minimal geguckt, aber... Na. Freuen und wäre sehr glücklich darüber, ey, süß, die ganzen Leute kennenzulernen. Was hat dir an dem Film gefallen? Das Ding ist, ich liebe so Sachen, die nichts mit unserer Welt zu tun haben. Naja, und das war für mich so ein Schritt daraus und ich habe mich da irgendwie geborgen gefühlt. Wenn du deine Oma zum das nächsten Mal siehst, Mann, merkst du, sie hat sich ein Tattoo stechen lassen. Auf ihrem Rücken steht, Jordi gibt Riesenfax. Was würde Bad Moms J tun? Digga, das will ich fühlen. Digga. Das Ding ist, ich habe gerade meine Oma am Kopf. Shoutouts an alle Omis. Wie auf ihrem Rücken steht, Jordi gibt Riesenfax. Also ich... Will ich fühlen. Ich bin eine Ehrenfrau. Das Ding ist, wenn die Stimme das vorliest, ist es noch sechsmal witziger. Ja, auf würde jeden Fall. Fühlen. Also auf jeden Fall auch smarte Entscheidung, die Kette direkt anzuziehen, wo das Mikrofon ist. Also natürlich Kette nächstes Mal einfach ausziehen, weil woanders kannst du die nicht anziehen, aber... Smarte Entscheidung auf jeden Fall. Tontechniker, guten Job gemacht. Oh, würde ich dir sagen, aber ich glaube, ich würde mich totlachen und mich will immer wegcringen. Netflix möchte dich für die Hauptrolle eines neuen Filmes. Für die 6-monatigen Dreharbeiten sollen die roten Haare weg und deine Naturhaarfarbe her. Was würde Bad Moms J tun? Krass, für 6 Monate würde sie es nicht machen. Krass. Ich schon. Aber meine Haare sind noch nicht mein Markenzeichen. Das ist halt ihr Markenzeichen. Nichts würde Bad Moms J tun, weil deine roten Haare bleiben, hä? Fick deinen Film. Mit welchem Schauspieler würdest du gerne drehen? Boah, ich bin so schlecht mit Schauspielern, aber wie heißt der Typ, der bei... Ich weiß es, glaube ich. ...bei Kissing Booth gespielt? Okay, Kissing Booth habe ich jetzt nicht gesehen, Digga. War das nicht... War das...
Ansel Ehrendings. Ja, der ist ganz geil. Hast du schon mal darüber nachgedacht zu Schauspielern? Ja, ich bin voll gut im Acten und so. Hab da voll Bock drauf eigentlich. Aber haben, glaube ich, viele Leute, die Musik machen und auch Musikvideos so gut performen. Und ich finde, sie performen Musikvideos gut. Das manchmal sieht man das so ein bisschen. Aber ich glaube, viele allgemeine Leute, die vor der Kamera so aktiv sind in Musikvideos und bla auf der Bühne stehen, die haben das so ein bisschen auch im Blut, dass das passt. Ich würde es nur machen, wenn es was wäre, auf was ich Bock habe oder wenn die Serie bockt oder so. Aber ich weiß nicht, ist in Deutschland ein bisschen schwer. Wir hatten ein paar coole Sachen, aber es gibt auch viele Sachen, wo ich mir denke, ah nee, jetzt auch nicht so Bock damit. Ja, welches Genre würdest du am liebsten spielen? Boah, ich will immer ein Bösewicht sein. Wie süß du das einfach gesagt hast, immer so ein Bösewicht sein. Irgendeinen Gangster-Scheiß oder so. Ja. Jemand schreibt auf Twitter, Batmoms Jay ist Bad Baby von Wish. Du musst darauf antworten. Was würde Batmoms Jay tun? Batmoms Jay antwortet nicht auf sowas, weil wir fokussieren uns nicht auf sowas. Ja. Tatsächlich, ich würde gar nicht antworten. Ich hasse sowas. Weil es ist immer so, du sagst was und dann kommt wieder was. Und das geht dann immer so weiter. Die Leute lassen sich irgendwas Neues einfallen. Safe. Die überhaupt nicht sagen. Du musst jetzt deine letzten Nachrichten an deine Mama vorlesen. Was würde Batmoms Jay tun? Das Ding ist, manchmal verstehen Leute nicht, wie ich und Mama miteinander reden. Wir sind sehr, wir nennen uns auch immer beim Vornamen und so. Also ich sag gar nicht Mama oder so, aber nicht so, weil wir kein... Das ist ein bisschen weird, aber irgendwie ein bisschen cool auch. ...Verhältnis haben oder so, sondern weil das bei uns ist einfach unser Humor. Ich glaube, die letzten Nachrichten war, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt gleich anfangen werde zu weinen, weil ich sehr gestresst bin wegen Promophase meines Albums. Und ich meinte die ganze Zeit, ich werde weinen. Und dann meinte sie nein und ich meinte doch. Und ja, ich glaube, es ist so was... Typische Gespräche. Unspektakuläres. Also ich nicht so viel über meine Gefühle und was ich so fühle oder so, aber das mache ich einfach von mir aus nicht. Ich bin einfach nicht so ein Mensch, aber ansonsten, nee, nicht wirklich. Wir machen ja auch viel zusammen und leben zusammen, deswegen. Du kannst nochmal deinen 18. Geburtstag feiern, aber Corona ist vorbei. Boah. Was würde Batmoms Jay tun? Ja, Mann, ich würde auf jeden Fall meinen 18. Geburtstag irgendwelche verrückten Sachen machen, irgendwelche Hüpfbogen und irgendwelche... Oh, Bruder, das wäre so geil. Ich habe meinen 18. Geburtstag tatsächlich gar nicht gefeiert, Digga, voll sad eigentlich. Aber ich habe meinen 20. dafür groß gefeiert. Also der 20. ist der neue 18. Tripperin und so, so geil. Mein 18. Geburtstag war so ein Reinschiss. Also was heißt so ein Reinschiss? Meine EP ist gedroppt, das war unglaublich. Ganz kurz. Wisst ihr Bescheid? Richtig und richtig. Bin cool, aber da war Corona auch gerade in den Startlöchern und da waren so, von meinen Freunden war niemand da, also wirklich niemand. Ja, ja. Das war eine Person da, die mir ein bisschen näher gestanden ist und so Teamsachen halt. Aber es war nicht so wirklich 18. und ich konnte es nicht so wirklich feiern. Deswegen, ja, Mann, das wäre sehr nice, wenn ich das nachfeiern könnte. Du findest beim ersten Treffen raus, dass das Sternzeichen deines Dates überhaupt nicht zu dir passt. Sie hat der Gesichtsausdruck gesagt, also, oh, warum jetzt diese Frage? Was würde Batmoms Jay tun? Trotzdem aufs Date gehen. Das juckt mich ja nicht. Also, ja, ist dann gut zu wissen, aber ich würde die Person trotzdem kennenlernen. Und dann gucken, ob ich mit der Person klarkomme oder nicht. Entscheide dich. Nur noch McDonald's essen oder für immer vegan? Für immer vegan leben. Für immer. Das ist so eine einfache Frage, Digga. Für immer vegan leben. Für immer vegan leben. Für immer vegan leben. Was würde Batmoms Jay tun? So einfach. Tun. Eigentlich würde ich sagen nur noch McDonald's, aber jetzt sage ich nur noch vegan leben, weil in letzter Zeit esse ich so viel McDonald's und ich... Digga, ich wollte auch sagen, wenn du allein schon zwei Tage hintereinander Mc's isst, dann will dein Körper schon nicht mehr. Also vor allem die Auswahl. Bei Mc's ist dieser so beschränkt und vegan, du kannst alles essen. Du bist eigentlich so gut wie gar nicht eingeschränkt. Weil es mittlerweile so viel gibt, vegan. Wenn ich noch einmal McDonald's sehe, dann muss ich mich irgendwie ankotzen. Ich kann es nicht mehr sehen. So widerlich langsam. Du kannst ein Ereignis in deinem bisherigen Leben ungeschehen machen. Was würde Batmoms Jay tun? Boah, das ist so eine schwierige Sache. Das Ding ist, sobald du irgendwas ungeschehen machst, ist deine ganze Zukunft anders. Deswegen würde ich gar nichts ändern. Es gibt auf dem Facebook-Account meiner Mutter ein Video von mir, wo ich singe. Und das sehe ich äußerst peinlich aus und es ist allgemein ein äußerst peinliches... Ich weiß, was wir als nächstes Reaction-Video uns ansehen werden. ...peinliches Video und sie hat es aber irgendwie hochgeladen und ja, ich hatte es letztens wieder gesehen und das ist wirklich, das ist der Horror. Das würde ich so... Ich sehe uns da vielleicht. ...so gerne ungeschehen machen und ich hoffe, das ist jetzt nicht öffentlich und die Leute suchen das jetzt und finden das Video, das ist wirklich der Horror. Kurz nach den MTV Awards findest du heraus, dass bei der Abstimmung ein Fehler passiert ist und du nur versehentlich als Best German Act ausgewählt wurdest. Bro. Du bist aber die Einzige, die davon weiß. Was würde Batmoms Jay tun? Sie würde es jemandem sagen, die würde es mitnehmen, keep it, let's go. Ich würde es nicht sagen. Ich sag doch nicht, hey, sorry Leute, das war ein Fehler. Ich bin doch nicht Best German Act. Ich würde trotzdem weiterhin so tun, als wäre ich Best German Act. Safe, Mann. Mein Ego wäre sehr geboren. Ja, ich hätte es auch mitgemacht, Digga. Was war dort das Highlight für dich? Highlight war auf jeden Fall, dass ich so Weedy wieder gesehen habe. Also ich hatte ja schon mal ein Interview mit ihr, aber es war halt auf Zoom. Und ich habe sie in echt gesehen und sie hat sich sogar an mich erinnert. Das war für mich ein Highlight. Nice, und ich stand auf dem roten Teppich irgendwie so 5 Meter weg. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist, aber nice, Mann.
Oh, stimmt, das habe ich gesehen. Es stand neben Ed Sheeran die ganze Zeit. Von Ed Sheeran, das war auch sehr krass für mich. Geil. Ansonsten, Youngblood, sein Auftritt fand ich auch unnormal heftig. Entscheide dich. Ein Wellness-Tag mit Missy Elliott oder im KDW shoppen mit Nicki Minaj? Was würde Bad Moms J tun? Das ist eine Frage. Im KDW shoppen mit Nicki. Soll ich jetzt mal richtig erklären? Ich war einmal KDW. War nichts für mich irgendwie, weiß ich nicht. Pausen? Ich war noch nie im KDW. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin, also ich lebe. Ich war einmal da, aber ist auch nicht so nice. Ich sag's, aber ich bin hier aufgewachsen, seitdem ich irgendwie 10 bin oder so. Ich war noch nie im KDW. Du kriegst eine Booking-Anfrage für die nächste große Fridays for Future-Demo. Das Budget ist klein, aber es ist für einen guten Zweck. Was würde Bad Moms J tun? Ich würde es auf jeden Fall machen, weil es ist ein sehr wichtiges Thema und wir sollten endlich anfangen, irgendwie den Planeten zu safen, soweit wir das können mit unseren Möglichkeiten. Also setzt euch dafür ein. Du musst dich für einen Snack entscheiden. Wichtig und richtig. Lakritzschnecken oder Weinbergschnecken? Lakritzschnecken. Hä? Hallo? Sorry? Lakritzschnecken. Sorry? Hä? Wer hat da gerade angerufen? Was würde Bad Moms J tun? Lakritz ist so wieder. Ist es ehrlich? Ist es ehrlich? Wobei, ich mag diese Pandas von Katjes. Diese Pandas, die geil, die sind geil. Wer ist Lakritze, sei mal kurz ganz ehrlich. Aber wer ist Weinbergschnecken, sei mal ganz kurz ehrlich auch da. Ich werde mir jetzt hier auch nicht Weinbergschnecken reinstopfen. Ja, ja, ja. Ich würde Lakritz essen, aber so mit Nase zu. Du sitzt ja, okay, mit Nase zu ist okay. Auf dem Klo, da fällt plötzlich die Klopapierrolle herunter und rollt bis ins Wohnzimmer. Was würde Bad Moms J tun? Ja, Digga, es gibt mehrere Optionen jetzt hier. Aufstehen. Arschbacken zusammenkneifen und aufstehen. Handtuch. Socke. Wieso passiert das immer? Du lässt sie fallen und auf einmal bist du eingewickelt in Klopapier und dein ganzes Haus ist tapeziert mit Klopapier. Ich bin super genervt davon. Ich glaube, ich würde es einfach dann trotzdem an der Stelle da abreißen und da meinen Scheiß machen und dann würde ich sie wiederholen. Ich glaube, es geht darum, dass sie kein... Also sie ist weg und du hast kein Klopapier. Also dieses Aufrollen auch unnormal mühsam. Es ist auf jeden Fall... einen Launekiller. Im Studio wirst du von Montez und Takt 32 konfrontiert. Sie wollen von dir wissen, wer deiner Meinung nach bessere Texte schreibt. Was wird The Bad Moms J tun? Das ist wild. Das Ding ist, da kannst du keine Antwort geben, weil dann ist ein Riesenfilm. Das Ding ist aber, beide können relativ gut so Sachen verkraften und haben nicht so große Ego-Probleme, aber ich glaube, Montez ist ein bisschen emotionaler als Takt. Oh. So. Hätte ich auch mehr so eingeschätzt. Viel. Deswegen, ich glaube, wenn ich Montez sagen würde, dann würde Takt nicht so viel darauf eingehen. Du darfst dich selbst einem Harry Potter Haus zuordnen. Was würde Batman Slytherin und Jay tun? Ich bin ein Gryffindor. Oh, Gryffindor, actually? Bei Gryffindor sind prinzipiell die Guten. Ja. Und die so Loyalty und Respekt und safe, sowas. Okay. Familie. Deswegen, ich bin safe ein Gryffindor. Es ist mal wieder Mercury retrograde und ein Auftritt steht an. Was würde Bad Moms J tun? Mercury retrograde, was mit dem Planeten zu tun und da... Ah, okay, danke, dass du es erklärt, Digga. Ich war gerade, ich war lost. Wenn das passiert, dann geht meistens... Also was heißt meistens geht alles schief, aber alles ist sehr wild und die Gefühle sind sehr wild und permanent passieren komische Sachen und so. Ah, okay, okay. In der Zeit passt man eigentlich immer eher auf, was man da alles macht und so. Ich würde den... Aber ich glaube, deswegen ist alles so sehr wild und so, weil man darauf aufpasst, das ist wie am Freitag, den 13. oder so, wo man denkt, dass was schief geht und dann geht mehr was mehr auch schief, oder nicht? Ist das nicht so? Weiß ich nicht. Auftritt machen, safe, aber ich wäre ein bisschen vorsichtig und wenn Sachen schief laufen würden, dann würde ich auf jeden Fall auch wissen, wovon es kommt. Zum Abschluss darfst du dir eine Traumkarriere aussuchen, die nichts mit Rap zu tun hat. Würde Bad Moms J... Was würde ich bei ihr schätzen, die nichts mit Rap zu tun hat? Ich würde sagen Mode, Design oder Artist. Also so Künstler, so Gemälde, bla bla bla. Bad Moms J wäre Psychologin. Ah, Psychologin, ja doch. Und würde Leuten helfen. Und Leute heilen. Ja. Danke, das war es schon. Hast du noch eine Message für deine Fans? Lasst euch nicht in irgendwelche Schubladen drücken, Leute. Seid so, wie ihr sein wollt. Wir sehen uns auf der Tour. Wir werden abreißen. Ich hoffe, das Album gefällt euch, hat euch gefallen. Hat es, sehr. Und ja, danke fürs Einschalten. Ey, geiles Format bei Stoked, Mann. Geiles Format. Können wir öfter auch mal reinhören bei Stoked und reingucken. Sympathische Fragen, sympathischer Gast, sympathischer Reactor, sympathische Zuschauer. Was soll ich sagen? Ey, es hat mir sehr gefallen, Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Bock auf die bisschen Abwechslung, die wir jetzt hier drin haben. Habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt so fresh und so gut aussehend und gut riechend und fantastisch, wie ihr seid. Bis dann, habt einen wunderbaren Tag und ciao.